Herzlich willkommen zu Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und knapp über die wichtigsten Kauftipps zum Thema Fahrradunterstand informieren. Doch bevor wir starten, schaut einmal unterhalb des Videos. Dort habe ich euch zwei Links hinterlegt. Im oberen Link findet ihr ein oder mehrere Kaufempfehlungen von uns. Also klickt mal rein, schaut mal rein und bei Gefallen drückt ihr einfach auf Bestellen und schon ist der Fahrradunterstand auf dem Weg zu euch. Im zweiten, unteren Link, dort findet ihr noch viele weitere Informationen rund um das Thema Fahrradunterstand, Verbrauchertest, Vergleichtest, Kauftipps und. Also hier lohnt es sich unbedingt auch mal reinzuklicken. Und ich starte direkt mit dem ersten Kauftipp. Achtet unbedingt auf das richtige Material eures Fahrradunterstandes. Also soll es aus Holz sein oder vielleicht auch aus einem rostfreien Stahl. Legt das genau vorher fest. Was habt ihr für Witterungsbedingungen? Was habt ihr aber auch für ein Budget? Und wie stabil oder auch fest sollte dieser Stand nachher gebaut werden? Tipp Nummer 2, die Größe ist natürlich ganz wichtig. Also wie viele Fahrräder wollt ihr überhaupt unterstellen? Sollen es 1, 2, 3 Fahrräder sein oder ein ganzer Block mit Fahrrädern, Erwachsenenfahrräder, Kinderfahrräder? Also prüft es genau vorher ab, prüft in etwa oder messt auch immer eure Fahrräder ab und dann kommt ihr in etwa auf eine Volumengröße entsprechend dessen, was ihr an einem Fahrradunterstand auch benötigt. Tipp Nummer 3, das Gewicht ist natürlich auch wichtig. Also zum einen natürlich, worauf wollt ihr euren Fahrradunterstand denn bauen oder stellen? Was habt ihr unten drunter für eine, ist es vielleicht Asphalt, ist es nur Kies, ist es Erde oder wie auch immer? Also prüft genau mit dem Gewicht, dass der Untergrund auch diesen Fahrradunterstand hält. Beziehungsweise genauso wichtig ist natürlich auch mögliche geringe Transportkosten oder auch Bewegungskosten. Tipp Nummer 4, einfacher Aufbau. Natürlich sollt ihr auch nicht mit Schrauben überhäuft werden und Stunden oder Tage oder Wochen lang mit dem Aufbau beschäftigt sein, sondern klar, einfach, sodass man vielleicht auch unter Umständen so einen Fahrradunterstand auch mal abbauen kann und dass es nachher zu einer Wissenschaft kommt. Und Tipp Nummer 5, auch ganz wichtig, ihr sollt natürlich sturm- und wasserfest sein. Also schaut, wenn es aus Holz ist, wirklich aus einem wasserdichten oder auch unempfindlichen Holz, beziehungsweise bei Stahl, entsprechend auch eine gute Legierung oder eben auch ein rostfreier Stahl. Das waren die 5 Kauftipps zum Thema Fahrradunterstand. Unterhalb des Videos findet ihr die 2 Links. Im oberen Link unsere Kaufempfehlung, im unteren Link viele weitere richtige Produktinformationen rund um das Thema Fahrradunterstand. Zuletzt würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert auf unserem YouTube-Kanal Sport und Abenteuer. Also drückt bei den roten Abonnier-Button, folgt uns und schaut euch noch viele weitere interessante Trends an rund um das Thema Fahrrad, rund um das Thema Fahrradunterstand oder Fahrradhütte. Also hier lohnt es sich unbedingt, uns zu folgen und immer up to date zu bleiben. Das war's von mir. Danke fürs Zuhören.